Kinder, das ist nichts für meine Nerven. Die Krefeld-Pinguine gegen die Grizzly Adams Wolfsburg. 2:0 nach 2 Dritteln. Das Spiel kostet mich definitiv meine Stimme. Aber ist ja egal, vor dem Spiel haben wir es gesagt. Jeder muss an seine Schmerzgrenze gehen. Und das tun die Pinguine gerade eindrucksvoll. Der KLV 81, wir haben es vorhin schon gesagt, hat lose verkauft zugunsten der Nachwuchsarbeit. Und Andreas wird jetzt hier insgesamt 4 Gewinner ziehen. Und es gibt tolle Sachen zu gewinnen. Also wir haben jetzt, was wir ziehen, sind noch 2 Trikots. Die werden auch noch von den Spielern signiert. Dann haben wir 2 VIP-Tickets für den Businessbereich, für 2 Personen und das iPad Mini, wo dann schon viele nachgefragt haben. Ja, dann auf geht's. Walte deines Amtes. Vielleicht darf der André die Lose ziehen oder irgendwer hier. Ja, du besorgst jemanden. Das ist nett. Lass gucken, dass wir bis Mitternacht durch sind. Guck mal, hier wird wild geschubst. So. Da haben wir eine junge Dame, wunderbar. André gibt den Notar und wir haben also das erste Los. Das ist das Trikot jetzt. Ein Trikot. Ein Trikot und das geht an folgende Losnummer. Diejenigen, die hier vorm TV-Studio stehen oder im Stadion sitzen, können mal schauen. Und wir haben die Losnummer für das Trikot. Oh, André. Mensch. Was haben wir da für Lose gekauft? 201. 201. Jemand die 201? Auf jeden Fall ansonsten weitersagen, hat ein Trikot gewonnen. Und jetzt geht es nochmal um Trikot, ne? Richtig, noch ein Trikot. Das ist die Losnummer 174. 174 bekommt ebenfalls ein Trikot. Das nächste ist? Sind die VIP-Karten für den Businessbereich. Und das gewinnt die Losnummer? 278. So. Und jetzt gibt es noch was Wunderbares. Ein iPad Mini von einem großen Obsthersteller aus den Vereinigten Staaten. Da haben wir die 435. Losnummer 435 gewinnt das iPad Mini und hat den KLV 81 mit den Losen unterstützt. Glückwunsch dazu. Vielen Dank fürs Dasein. Und André, komm du noch kurz zu mir. Du hast gerade schon mit Herbie gesprochen. Ja, was für ein Spiel, oder? Ja, du sagst es schon. Also es ist nichts für deine Nerven, es ist auch definitiv nichts für meine Nerven und ich glaube auch für die 7000 Anwesenden nicht. Aber trotz alledem, ich glaube, wir sehen heute wieder ein super Spiel, ein super spannendes Spiel. Es geht zur Sache, der Körpereinsatz stimmt, das Tempo stimmt. Ich glaube, da kommt heute jeder auf seine Kosten. Und ich glaube, ein Extralob muss man auch nochmal in Richtung Fans schicken. Also so ein Jubel wie beim 1-0 habe ich lange nicht mehr gehört hier im Königpalast. Das war wirklich Erleichterung pur. Ja, ich habe ja schon vorm Spiel die Fans gelobt, die mit nach Wolfsburg gefahren sind und heute toppen wir es nochmal. Also was hier los ist heute, ist sensationell, was ihr aus euch rausholt und das braucht man natürlich jetzt auch ganz klar im letzten Drittel, weil jetzt wird es auch langsam wahrscheinlich ein bisschen eng mit den Kräften, aber die Jungs holen nochmal alles aus sich raus und wenn da die Unterstützung stimmt, ich glaube, dann schwimmen die heute auch wirklich auf einer Wolke. Es ist noch keine Lebensversicherung, aber eine starke Ansage. 2:0 für die Pinguine nach 40 Minuten. 20 Minuten gibt's definitiv noch. Da gilt's nochmal alles aus sich rauszuholen. Fanseitig und spielerseitig, aber bis jetzt läuft das richtig schön. Und wenn's so weitergeht, dann gibt's am Sonntag den großen Showdown in Wolfsburg um 14.30 Uhr. Und ja, alle weiteren Infos dann auf jeden Fall so oder so nach dem Ende dieses Spiels. Bis gleich und tschüss.